Es herrscht Aufbruchsstimmung in Wuppertal. Der griechische Künstler Dimitris Papagiannou hat ein neues Stück für das Wuppertaler Tanztheater kreiert. Ein Wagnis ist es allemal, denn die Erinnerung an Pina Bausch ist noch lebendig. Doch Papagiannou macht keinen radikalen Schnitt, er sieht sich eher als Brückenbauer. Ich hatte nicht die Absicht zu beweisen, dass etwas anderes geschehen kann. Ich wollte nur eine Plattform für diese wunderbare Gruppe von Künstlern schaffen, damit sie auf ihre Weise strahlen können. Und vielleicht auf leicht unterschiedliche Weise. Es ist verblüffend, wie stark die Anklänge an Pina Bausch sind. Doch Papagiannou, der sich zuerst als Maler und Comiczeichner einen Namen gemacht hat, bleibt seinen eigenen Themen treu. Er entwirft einen verrätselten Bilderbogen. Der Körper wird zur grotesken Skulptur, zum formbaren Objekt. Ich trage meine Erinnerungen und Fixierungen und meine eigene Weise zu träumen mit mir. Nicht, weil ich mag. Es ist einfach so. Wenn es um mich geht, das ist das Paket. Es ist unvermeidlich. Ich habe wieder gekämpft, um Bilder und Situationen zu kreieren, die tief in meinem persönlichen Gedächtnis verankert sind. Papagiannou ist ein Künstler, der die verschiedenen Ausdrucksformen verbindet, der sein eigenes Universum erschafft und existenzielle Fragen aufwirft. Mir war es wichtig, mit Künstlern und Künstlerinnen, das Team ist ja größer, zu arbeiten, die zum einen eine eigene Handschrift haben, die zum anderen genreübergreifend arbeiten, die eine Liebe zu Menschen haben und eine Neugierde danach, was sie antreibt. Am 2. Juni folgt schon die nächste Premiere. Die Nach-Bausch-Ära hat begonnen.